Herzlich willkommen zu diesem Videobeitrag für den Schülerwettbewerb des DKV, Fachverbands für religiöse Bildung. Wir möchten heute mal der Frage auf den Grund gehen, warum ist der Glauben so wichtig? Dazu schauen wir mal in den Religionsunterricht der Realschule Plus in Nahenstein und was dort genau unternommen wird und was die Schüler von dem Unterricht halten. Das sehen Sie jetzt. Viel Spaß! Mein Name ist Theresa Schenkenhofer, ich bin Lehramtsanwärterin an der Realschule Plus in Lahnstein für die Fächer katholische Religion und Hauswirtschaft und Sozialwesen. Und ich wollte unbedingt Religionslehrerin werden, weil ich gerne Schülern die Möglichkeit geben möchte, etwas über ihren Glauben zu erfahren und sich dann anschließend dafür oder auch eventuell dagegen zu entscheiden. Ich glaube einfach, dass der Religionsunterricht Werte vermittelt. Christliche Werte, menschliche Werte, ethnische Werte, die in unserer heutigen Gesellschaft einfach von Nutzen sind, notwendig sind, damit junge Menschen eine Orientierung in ihrem Leben bekommen und sich dann dementsprechend ausrichten können. Es ist so, dass man im Rallye-Unterricht seine freie Meinung immer äußern kann und es gibt kein richtig oder falsch. Das heißt, deine Meinung bleibt ja so stehen oder ändert sich halt, wenn andere Leute gute Argumente vorbeibringen. Aber es muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er an Gott glaubt oder nicht. Und das ist persönlich mir sehr wichtig. Das heißt, es gibt verschiedene Sachen, die man im Rallye-Unterricht bearbeiten kann. Das heißt, entweder machst du Gruppenarbeit oder du diskutierst halt in der Klasse an sich. Und man kann natürlich auch stumpfen Unterricht machen und an der Tafel stehen. Das ist aber nicht der Sinn des Religionsunterrichts, sondern das macht man in Deutsch, Erdkunde oder so. Und im Religionsunterricht ist es so, dass du mit den Leuten kommunizieren kannst. Gott ist mir wichtig, weil man einfach was hat, woran man, wie gesagt, festhalten kann. Und auch wenn jemand, zum Beispiel ein Familienmitglied, gestorben ist und alles, dann weiß man, dass derjenige in sicherer Hand ist bei Gott. Und deswegen ist das einfach wichtig, weil man halt jeden Tag was hat, wo man dran festhalten kann.